Und damit begrüße ich euch zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Der kleine Link ist schiffsbrüchig geworden, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, ich habe mich da für sein Abenteuer für die Game Boy Color Version entschieden, weil die ein bisschen netter aussieht und weil die nette Nebenquests haben. Und ich werde auch auf die Änderung im Spiel natürlich ein bisschen eingehen, damit ihr auch wisst, was der Unterschied ist, wo der Teil oder der andere Teil dann halt seine Vor- und Nachteile hat. Und bevor ich jetzt zu lange quatsche, würde ich sagen, beginnen wir auch mal. So, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Easter Egg. Ich habe jetzt gerade versucht, eine Aufnahme zu machen, die ist aber leider daneben gegangen. Dementsprechend zeige ich euch das nochmal. Nennt man seinen Charakter, nämlich hier Zelda, kommt es zu diesem kleinen, ich nenne es mal Remix. Ja, das ist Disco Zelda. Da uns das nicht gefällt, fangen wir auch gleich mal an. Ich habe schon einen Speicherstand fertig gemacht, nämlich den Bento, und wir beginnen gleich mal mit dem Spiel. Gott sei Dank, ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein. Ich heiße Maren. Du bist auf der Insel Kukulint. Bist du in Ordnung? Ja, so. Wir sind also auf der Insel Kukulint. Ich werde nichts von der Story spoilern. Ich würde das auch gerne in die Kommentare gerne unterweisen, dass man das hier nicht macht, weil es vielleicht wirklich noch Menschen gibt, die dieses Spiel noch nicht kennen. So, ich werde mir ein bisschen Zeit für das Spiel nehmen. Dementsprechend quatsche ich auch mal mit den Leuten, so wenn ich die Chance dazu habe, und werde euch die meisten Sachen, die vielleicht nicht ganz so klar werden, ein bisschen näher bringen. So. Am Strand unten, dort, wo ich dich gefunden habe, wimmelt es von Monstern. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Gehe den Weg entlang nach Süden. Ja, also wir sollen uns den Monstern stellen. Ja, aber warum? Naja, egal. So, kleines, nennt man sowas Easter Egg? Ja, zum Beispiel, zumindest so ein kleiner versteckter Dialog. Ja, spinn ich denn? Was fällt dir ein, in dem Schrank herumzuwühlen, du ungezogener Kerl? Finde ich gut. So, wer ist er? Endlich bist du wieder auf den Beinen, Bento. Heiße übrigens Darin. Bist du gell? Was? Wo ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier. Du hast dein Schild wieder. Halte den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. So, kleine Anspielung auf Mario werdet ihr im Laufe des Parts auch nochmal sehen. Und auch häufiger in dem Projekt. So, bevor wir jetzt uns das Dörfchen angucken und hier was machen, gehen wir erstmal zum Schwert, was anscheinend ja noch am Strand liegt. Ich weiß, jeder normale Mensch wird sich jetzt wahrscheinlich im Floß bauen und sich wieder von dieser Insel verpissen, aber unser Link, nee, der lässt sich gleich wieder ein bisschen bequatschen. Aber dazu kommen wir gleich. So, habt ihr kein Schild, gäbe es hier auch ein kleines Problem, hier könnte man diese Stachelviecher nämlich nicht wirklich wegschieben. Die natürlich wehtun, wenn man sie berührt. Mein Gott. So. Und da ist unser kleiner neuer bester Freund. Kuckuck, kuckuck, es ist also dein Schwert. Kuckuck, du bist demnach auch der Grund. Kuckuck, warum die Monster so aufgeregt sind. Kuckuck, die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann. Kuckuck, der käme. Kuckuck, den Windfisch zu wecken. Kuckuck, er muss ihn nämlich wecken. Kuckuck, um diese Insel wieder verlassen zu können. Kuckuck. Du solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Kucku! Wir gehen, sehen uns dort. Kucku! Und bau dir keinen Floß. Kucku! Das wäre sinnlos. Kucku! Kucku! Nur echt mit den Satzzeichen Kucku. So, da haben wir auch schon unser Schwert. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, den Namen Bento darauf zu lesen. Ach ja, ich mag die Musik. So, wir düsen auch jetzt sofort erstmal Richtung Wald und beginnen so quasi die erste Quest. Es ist auf jeden Fall, es hat einen guten Humor, das Spiel. Es ist eigentlich nur entstanden, weil irgendein Mitarbeiter von Nintendo mal so eine Idee hatte und es zu einem Gespräch kam und ja. Und irgendwann kam es dann einfach zu diesem Titel, der einfach super, super mega geil ist. Für Game Boy auch mein absolutes Lieblingsspiel, und das Götterhorn, das lassen wir nochmal Götterhorn sein. Da kommen wir später zu. So. Hier gibt es übrigens ein Tutorial, das ist eigentlich auch ganz nett. Das erklärt einem das komplette Spiel, wie es funktioniert.
Da gibt es dann zum Beispiel die dunklen Geheimnisse von Kokolint. Das müssen wir später mal lesen. Kokolint und die Karte, wie man die benutzt. Die Vorzüge der Teleporter. Nicht ohne meine Bombe, mein absolutes Lieblingsbuch. Dicht gefolgt vom Sparbuch. Sehr geil. Nicht ohne meine Bombe. Mein Gott. Wie man einen Gegenstand aus dem Menü wählt und so weiter und so fort. Also wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat und die Steuerung noch nicht so ganz versteht, finde ich das mit der Bibliothek hier eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Aber da unser Freund die Eule möchte, dass wir nach Norden gehen, werden wir das auch jetzt erstmal tun. Hier kommen wir natürlich nicht ohne Schwert durch. Und da ist er wieder. Kucku, Kucku, willkommen im Zauberwald. Kucku, du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Kucku, kein Weg führt zur Außenwelt. Kucku. Erst wenn der Wind für schwach ist, Kuckucku, könntest du die Insel verlassen, Kuckucku. Du musst wissen, Kuckucku, auf der Insel Kokolint herrschen andere Naturgesetze, Kuckucku. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen, Kuckucku. Um den Windfisch aufzuwecken, Kuckucku, wirst du einiges erleben, Kuckucku. Warst du schon am Wumpalas, Kuckucku, im Süden der Stadt, Kuckucku. Im Wald kannst du den Schlüssel finden, Kuckuck, der das Tor öffnet, Kuckuck. Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte, Kuckuck. Okay, so viel dazu. Die Eule wird uns leider ein bisschen öfter begegnen. Ich finde sie unglaublich nervig und ich würde mir gerne wünschen, dass wir dieses wunderschöne Vieh aus diesem Spiel einfach verbannen könnten. Aber naja, so hätte Link ja keinen Grund hier zu bleiben. Also, shit happens. So, Easter Eggs, die ich kenne, oder Besonderheiten, die mir auffallen... Ach, Mist. Besonderheiten, die mir auffallen, werde ich euch darauf aufmerksam machen. Ich werde die meisten Truhen holen. Ich werde jetzt nicht jede Truhe einsammeln, weil das den Rahmen sprengen würde. Dennoch werde ich ein 100%-Projekt machen. Sprich, es wird alles, was wir im Inventar haben, komplett voll sein. Wir werden alle Herzteile finden, etc., etc., etc. Und hier auch wieder eine kleine Anspielung an Super Mario. Du hast eine Schlummermäuche gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Warum eine Anspielung an Super Mario? Das werdet ihr gleich sehen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Gegenstand, den wir gleich brauchen werden. Und an das Herzteil kommen wir leider noch nicht dran, weil uns ein Item fehlt. Dementsprechend muss man in dem Spiel schon relativ wachsam sein, dass man hier wirklich nichts vergisst. Aber das kriegen wir hin. Ich versuche es auch relativ alles flüssig zusammen, dass ich mir nicht zu viele Wege umsonst mache. Ob das immer so klappt, wird sich aber so im Laufe des Projektes erst zeigen. So, Steine hochheben können wir auch noch nicht, weil der schwer ist. Und da haben wir auch das erste Artefakt, was wir sammeln können. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Das sorgt dafür, dass unser Schwert ein bisschen stärker ist und wir die Gegner hier richtig geil wegschleudern können. Werde ich aber nicht ganz so oft einsammeln, da mich das irgendwann ziemlich hart am Nerven sein wird. Ich finde die Musik halt einfach nicht so schön, wie sie vom Originalspiel ist. Oh, da ist die Hexe. Hallo, Hexe. Ah, er hat ein Schlummermäuche dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Die Musik wird schneller sein. Das Pulver ist fertig. Probiere es gleich mal in der Hütte aus. Verschwende es jedoch nicht. Unnötig. So, dann haben wir auch schon 12-mal Zauberpulver. Das brauchen wir nämlich, um das Geheimnis des Waldes zu lösen. Aber vorab das nächste Easter Egg. Man kann nämlich mit denen reden. Und das ist die erste Änderung zum Teil, abgesehen, dass es natürlich in Farbe ist. Der alte Gameboy-Teil hätte jetzt sowas gesagt. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen oder nie ohne Kondom. Und hier, wer unter Wasser sucht, wird manches finden. Du bist komisch. Hoppala. Kleine Teufel schenken Tragkraft. So. Ja, das war wohl eine Übersetzung, die die Macher da ein bisschen übersehen haben. Eigentlich ziemlich geil. Ja, in der DX-Version wurde es dann ein bisschen, sag ich mal, kindergerechter gemacht. Finde ich schade, dass sie es nicht drin gelassen haben. Aber ich denke mal, darüber kann man hinwegsehen. Ja, ich weiß, dass ich dich immer noch nicht hochheben kann. Danke. So, warum wir das Zauberpulver brauchen, seht ihr nämlich auch gleich schon. Das ist relativ einfach erklärt. Denn würden wir jetzt hier nach oben gehen, würden wir wieder random irgendwo in den Wald kommen. Und das möchten wir ja nicht. Und, Waschbär. Aus welchem Spiel kennt man den nochmal? Super Mario Bros. 3? Ja, da war doch was.
Also, nachdem ich in diese seltsamen Beats gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sag ich dir. Du hältst mich für verrückt? So, Anspielung natürlich an Super Mario Bros. 3. Sehr, sehr, sehr geil. Und so kommen wir auch schon an den ersten Schlüssel für den Wurmpalast. Yeah. Aber nein, der Eule kann man nicht entkommen. Kucku, nimm diesen Schlüssel. Kucku, gehe damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Kucku, der Windfisch wartet bereits. Kucku, kucku. Ja, so viel dazu. Das wohl nervigste Vieh im ganzen Spiel. Boah, ich kann diese Eule nicht ausstehen. Aber wegdrücken möchte ich sie auch nicht. Aber ich fand die in Zelda Ocarina of Time irgendwie penetranter, muss ich sagen. So, jetzt werden wir aber, bevor wir in den Wurmpalast gehen, erstmal ein bisschen sidequesten. Weil ich Herzteilen möchte. Herzteile, Herzteile. Lü-lü-lü-lü. So, wunderbar. Erstes Herzteil, relativ einfach gefunden. Obwohl, ich hätte das auch später holen können, fällt mir gerade ein. Dann werden wir uns auch schon unseren ersten Tauschgegenstand holen. Den gibt es nämlich hier. Der muss man dieses wunderschöne Spiel hier spielen. Und auch hier haben wir wieder eine schöne Anspielung auf unseren guten alten Super Mario. Beziehungsweise auf Yoshi. Wir brauchen nämlich diese kleine süße Puppe. Ich hoffe, das reicht. Komm, komm, komm. Yes, haben wir sie doch. Komm her, komm zu mir, komm zu mir. So, erstmal wieder auf Schild. Ich will dich, Yoshi. 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 Lululu. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich, du liebst Yoshi. Jeder liebt Yoshi, hallo? Gibt's hier irgendeinen von euch, der Yoshi nicht liebt, dann soll er jetzt in die Kommentare schreiben oder für ewig schweigen. So. Dann gibt's hier auch noch was Geheimnis, nämlich die erste Zaubermuschel. Da komme ich aber später zu. Ich sage nur so viel, 20 Stück bilden ein besonderes Geschenk. So. Und jetzt kommt der etwas asoziale Teil. Dementsprechend werde ich diesen Spiel nicht ohne Tode schaffen. Denn, wie jeder weiß, der dieses Spiel kennt... Upala. Wir sind gleich ein böser Bub. In der DX-Version haben die das, glaube ich, ein bisschen schwerer gemacht. Dementsprechend... Alter! Muss ich mich hier ein bisschen mehr anstrengen? So. Wow, er hat es nicht gemerkt. Aber plagt dich jetzt nicht dein schlechtes Gewissen? Also, für ein bestimmtes Foto, wo ich auch noch später zukommen muss... musste man hier klauen und... Ich habe gesagt, du musst erst zahlen. Das war eine Warnung. Jetzt zahlst du mit deinem Leben. Leider müssen wir uns deswegen... von ihm töten lassen. Ist leider so. Das gleiche werden wir gleich nochmal tun. Vorher werde ich mir aber eben 10 Bomben kaufen. Und danach werden wir diesen Shop auch nicht mehr betreten. Jetzt haben wir uns das Perfect Ending haben wir uns schon kaputt gemacht. Weil man... So leider jetzt nicht mehr... was ist... Das Perfect Ending, da wird eine Möwe gezeigt, wird halt nicht mehr gezeigt, weil wir halt einmal gestorben sind. Aber das finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm. Ich möchte lieber alle Fotos haben und dementsprechend klaue ich hier auch wie eine kleine Elster. So, da wir jetzt unsere Tauschquest beginnen können mit der Yoshi-Puppe, gehen wir da auch einmal hin. Und zwar müssen wir hier mit dieser Mutter reden. Oh, schenkst du mein Kind den Yoshi? Bitte! Klar. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für diese Puppe. Yeah. Du hast deinen Yoshi gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Das werden wir auch bald machen. Und hier haben wir auch so eine kleine Box, die uns auf was hinweist. Hast du schon meine Fehlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Auch mega geil. Richtig dämliche Textbox, aber irgendwie schon genial. So, da wir jetzt die Schaufel haben und auch den Bogen, können wir ein paar Sachen schon erledigen. Nämlich gibt es hier auch wieder eine Zaubermuschel. Wo ist sie? Ah, hier. Und damit haben wir die zweite. Und hier können wir auch weiter tauschen. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes... Ups! Diese Schleife, oh, ich brauche sie, sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter, okay? Okay,
Freude, hier ist deine Dose. Du hast die Schleife gegen eine Dose mit Hundefutter getauscht. Sehr gut. Gut. Und dann können wir jetzt auch noch ein Herzteil holen und danach werden wir auch zum Wurmpalast gehen. So. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Alles klar. Fein mit dem... Ja, die Erklärung lassen wir mal weg. Wir müssen hier nämlich einen etwas dickeren Fisch fangen. Der hat nämlich einen Herzteil für uns. Ist relativ einfach. Ich versuche jetzt mal nicht alles wegzufischen, weil sonst dauert es echt lange. So. Schneller. Ja, wir müssen vorab zumindest den kleinen hier fangen. Wahrscheinlich den zweiten auch noch, sonst funktioniert es nicht. Aber kriegen wir trotzdem noch hin. Ist halt finanziell ein bisschen kacke, wenn man pro Fisch jedes Mal wieder 10 Rubine bezahlen muss. Und man diese doofe Textbox hier auch nicht wieder wegmachen kann, wie ihr gerade sehen könnt. Man muss sich das Gelaber jedes Mal wieder von vorne anhören. So, mal gucken. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht angreift. Ach, kacke. Ja, ich hab's versucht. Komm. So, damit haben wir den zweiten Fisch. Der bringt uns nichts. Wir brauchen da vorne den großen. Also beziehungsweise der große, der bei uns in der Nähe ist. Den kriegen wir gleich aber auch relativ ohne Probleme. Ja, Angeln brauche ich euch hier nicht erklären. Also wer das Spiel spielt, der kriegt hier eine ausführliche Erklärung und... Ja, das ist ja nur nervig. Das muss ich euch nicht antun. So. Ja, Link, du musst die Angel auf jeden Fall von hinten nehmen, damit das auch alles funktioniert. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, der Kleine ist nämlich raus und damit... Komm! Haben wir auch das zweite Herzteil. So, ich würde sagen, nein, wir möchten nicht nochmal angeln. Wir gehen jetzt zum Wurmpalast. Den werden wir jetzt auch noch einmal beenden. Und danach wird sich der Part, die Partzeit auf ein bisschen kürzer belaufen. Das wird sowieso nicht so ganz das lange Projekt, aber es wird ein schönes Projekt. Freut euch wirklich drauf. Es ist ein schönes Spiel. Ja, ich mag's. Zu Recht. Hat für mich... Oh. Ja, damit haben wir auch das Götterhorn, damit reduziert sich unser Schaden und macht die Musik kaputt. Ja, ich mag das Spiel einfach, weil es mal von dieser, ja, Standard-Zelda-Story absieht. Ich kann diese Standard-Story davon ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen, darum interessieren mich die neueren Teile auch nicht mehr ganz so. Und ich weiß nicht, ich fand diese alten Teile irgendwie so ein bisschen innovativer. Anders kann ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Ich hole meistens immer nur das, was ich holen muss. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich ein paar Kisten immer stehen lasse. Aber an mein Spielsystem werdet ihr euch relativ schnell gewöhnen. Zum Beispiel da links müssen wir jetzt einfach nicht dran. Dementsprechend sparen wir uns das. Zack. Zack. So. Karten und sowas braucht man eigentlich alles in dem Spiel auch gar nicht. So. Ich hole jetzt einfach nur die Schlüssel, die ich brauche und werde mich jetzt ganz schnell zum Dungeon begeben. Dementsprechend vielleicht habt ihr auch was davon, wenn ihr irgendein Dungeon Probleme kriegt, wo ihr wirklich lang müsst, weil hier gibt es den einen oder anderen Dungeon, der echt ein bisschen asozial von seiner Regel, von seinem Rätsel ist. Da kann ich euch vielleicht ein wenig abhelfen. Hier sind Rubine drin, darum sammle ich die ein. So, na toll. Yes. Hier kann man sich schon mal eine Zaubermuschel holen. Die habe ich jetzt, wie ihr gesehen habt, schon geholt. Braucht man halt Bomben für. Die hat man im Normalfall zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dementsprechend hatte ich die gerade auch gekauft und geklaut. Das ist natürlich auch ein Vorteil davon. Hier kann man sich einen kleinen Schutz machen. Das würde ich euch auch empfehlen, denn sind wir in unserer Bewegung noch nicht ganz so flexibel. Und das sind Arschlochgegner. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die verlangsamen einen, nämlich die kleinen Blobs. Und die großen, die machen Aua. So, erstes Schieberätsel, relativ einfach. Und hier könnte man jetzt mit der Tafel, die man hier sammeln kann, da einsetzen. Und die wird dann einen einfach erklären, dass man hier hätte sein Schild benutzen müssen, um die Gegner umzukippen. Und auch hier wieder eine kleine Anspielung auf Super Mario. Die kleinen süßen Gumbas. Gumba, Gumba! So, hier kommen wir noch nicht dran. Aber... Jetzt haben wir die Greifenfeder. Sie erlaubt dir, große Sprünge zu machen. So, eines meiner absoluten Lieblings-Items. Den können wir jetzt ohne weiteres springen und kommen auch an diese Items dran, die in der Luft sind. Ich werde primär sehr viel mit der Feder spielen. Ich finde, das ist auch
eines der besten Items, anders kann man es nicht sagen. Also ich finde es super, ich spiele damit super gerne. Dementsprechend gönnen wir uns richtig. Juhu. So, da haben wir schon wieder ein bisschen Rubin. Hier muss man auch nochmal dran, denn hier gibt es auch nochmal einen Schlüssel, einen kleinen. Das interessiert uns nämlich am meisten. Der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist übrigens auch relativ nett, dementsprechend. Es gibt Herausforderungen, es gibt das eine oder andere schwere Rätsel, aber es ist nicht unmachbar. Also man muss sich jetzt hier nicht durchquälen. Und somit haben wir auch schon den großen Schlüssel, mit dem wir zum Endgegner kommen. Der Aufbau des Dungeons ist, denke ich, auch mal klar. Ich kann euch das einmal im Menü zeigen. Ach nee, ich habe keine Karte. Ich kann euch gar nichts zeigen. Sie sind auch relativ überschaubar. Die späteren werden halt schon wirklich assiger. Da muss man sich echt schon ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen mit beschäftigen, damit man es schafft. So, und hier haben wir den ersten Halbendgegner. Wow! In Pink, männlich wie auch sich schon verhält, wird er auch als kleiner Pinky sterben. So, das war eine Fee. Hier haben wir, das zeige ich einmal, so eine kleine Mitte. Damit können wir relativ schnell hier wieder hinbeamen. Und da ist sie auch schon. Die erste Boss-Tür. Putz, 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 raus! So, eines der schwierigeren Endgegner in dem Spiel, denn der kann einen immer wieder runterstoßen und man fängt wieder von vorne an. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, das Schwert erst aufzuladen, wenn er wieder langsam ist. Und mit zwei Drehattacken, wie ihr, Wirbelattacken, wie ihr gerade gesehen habt, ist das Ding auch schon gegessen. So. Und damit haben wir unser erstes Musikinstrument. Du hast die Muschelgeige erhalten. Lausch der Musik. Sumpf, sag mir, wo die Blumen blühen. Ja. Das war der erste Dungeon und wir machen im nächsten Part von Zelda Link to the... Genau, von Zelda Link's Awakening wieder. Wie ihr seht, ein bisschen Ahnung habe ich von dem Spiel, wo man was findet, etc. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf mehr. Das wird auf jeden Fall ein schönes, knackiges, aber doch kurzes Projekt, worauf ich mal wieder richtig, richtig Bock habe. Spiele ich mindestens einmal im Jahr durch. Oder alle 2 Jahre. Und ja, bevor ich jetzt weiter laber, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute!